Ja, mein Name ist Peter Purgerthofer. Ich arbeite am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung der Technischen Universität Wien. Das ist ein Informatikinstitut, das vor ungefähr 25 Jahren gegründet wurde, um die interdisziplinäre Natur der Informatik anzuerkennen und entsprechend von innerhalb der Informatik aus zu reflektieren auch, nicht? Dass die Informatik als eine sehr stark in der Gesellschaft eingebettete Disziplin hat sozialwissenschaftliche Seiten, hat geisteswissenschaftliche Seiten, hat Seiten, die sehr stark mit der Gestaltung der Technologie zu tun hat. Das wird von den formalen Kernwissenschaftlern sehr wenig berücksichtigt und soll mit dem Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung stärker in die Informatik eingebracht werden. Bis hin zur Kunst, sagen wir mal. Ne? Ja, sehr provokativ ist das jetzt nicht, aber vielleicht hat es provokative Komponenten. Ich behaupte, dass wir momentan in einem gesellschaftlichen Prozess stehen, der von wenigen bewusst wahrgenommen wird, wo wir eine neue Wissensordnung verhandeln. So wie die Rechtsordnung oder die Wirtschaftsordnung gibt es auch eine Wissensordnung, von der wir sagen könnten, das ist die Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, welche Freiheiten dort existieren, welche Problemstellen wir wahrnehmen und wie wir damit umgehen. Und die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit ausbreitenden und in unsere Gesellschaft eindringenden Informations- und Kommunikationstechnologien sorgen dafür, dass wir auf dem Weg in eine ganz stark veränderte Wissensordnung sind. Und die wird in einzelnen Aspekten ein bisschen expliziter diskutiert, aber zum Teil passiert sie einfach. Ein Beispiel wäre das Urheberrecht oder Copyright, das momentan einem sehr starken Diskurs unterliegt, aber auch, sagen wir mal, auf einer sehr bewegten See unterwegs ist, vielleicht so, ja, und dabei durchaus in Gefahr gerät, einfach ersatzlos über Bord zu gehen. Ein anderer Aspekt wäre vielleicht die Tatsache, dass wir inzwischen so, also vor allem in der Wirtschaft, so stark mit Informationstechnologien durchdrungen sind, dass wir eine sehr hohe Verletzlichkeit erleben. Das heißt, wenn das Internet ausfällt, ist das ein sehr großer Schaden für viele Wirtschaftstreibende. Ja? Man sagt, wenn eine Bank 24 Stunden ohne funktionierende EDV ist, dann ist sie pleite. Ja, also das ist der Grad an Verletzlichkeit, der natürlich auch durch die hohe Vernetztheit kommt, die wiederum von den Technologien ermöglicht wird. Ne? Und vielleicht ein dritter Bereich wäre unsere Privatsphäre, die gerade sehr stark neu verhandelt wird. Jetzt, wenn man es einmal in Industriebegriffen sagt, in den Spannungsfeldern zwischen Google und Facebook und Apple und Microsoft auf der anderen Seite, die sich ja jetzt gerade sehr stark in diesen beiden Enden positionieren. Es gibt eine nette Story, die ich letztens gelesen habe und von der ich zuerst angenommen habe, dass sie stimmt, hat sich dann als Fiction herausgestellt, aber ich glaube, dass sie sehr gut zeigt, wie unbestimmt die Situation momentan ist und mit wie vielen Unsicherheiten wir in solchen Situationen dastehen. Da geht es um Ultraschallbilder, ja? Eine Schwangerschaft, man geht zum Arzt und lässt Ultraschallbilder machen und jetzt hat der Hersteller dieses Ultraschallgeräts, das sehr qualitativ hochwertige Ultraschallbilder anfertigt, sich selber die Verwertungsrechte der Bilder, die damit entstehen, gesichert und gibt sie nur gegen eine Gebühr her. Sprich, wenn ich dieses Bild mit nach Hause nehme, abfotografiere mit dem Smartphone und ins Internet stelle, dann kriege ich schon eine Abmahnung und muss eine Strafe zahlen, weil ich, also eigentlich nicht ich in dem Fall, sondern ein ungeborenes Kind bekommt dann quasi diese Abmahnung schon, bevor es auf der Welt ist. Nicht? Und tatsächlich gibt es das nicht, ja? Das ist eine Fiktion, aber sie ist nicht so unglaubwürdig. Und das ist eigentlich das Erschreckende, ja? Dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel von dem, was wir originär tun, auch was wir schaffen, ja? Zum Teil durch Veränderung, zum Teil originär durch zum Beispiel fotografische Aufnahme oder filmische Aufnahme, gar nicht mehr uns zur Verfügung steht und gar nicht mehr unseren Rechten der freien Nutzung und Verwertung unterliegen, sondern in Wirklichkeit schon
von jemand anderen in Beschlag genommen wurden. Um noch da ein konkretes Beispiel nachzuliefern, wenn mein Telefon jetzt hier in dieser Situation läuten würde und es wäre mein Klingelton irgendeine aktuelle Musik, dann hättet ihr ein Problem damit, dieses Video online zu stellen, weil diese Musik natürlich nicht vorkommen darf in diesem Video. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ihr dafür die sogenannte Clearance bekommt im Normalfall, weil die Rechteinhaber hier gerade bei der Verwendung in Filmen sehr stark die Kontrolle behalten möchten und das kaum hergeben. Ja. Naja, viel von dem, was mit unserer, also meine nicht mehr, aber so unserer jugendlichen Identitätsfindung zu tun hat, ja, so, ich weiß nicht, von 15 oder von 10 bis 25 ist man ja sehr stark damit beschäftigt, herauszufinden, wer man eigentlich ist und was man kann. Viel von dem ist davon abhängig, welche Möglichkeiten wir haben, interaktiv in unserer Umwelt gestalten, einzugreifen, ja. Zu meiner Zeit, wie ich ein Kind war, wir haben Hörspiele produziert zum Beispiel, ich habe sehr gerne Hörspiele gehört. Wir haben dann einen Kassettenrekorder genommen, zwei Stück, und haben also mit Ping-Pong-Verfahren haben wir relativ aufwendige Hörspiele und auch Interviewsendungen, Nachrichtensendungen, Berichterstattung. Also alles das, was ich wahrgenommen habe, habe ich auch produziert, das ist eine Form der Auseinandersetzung, aber auch ein Ausprobieren. Wie wäre das denn, wenn ich das machen würde, ja? Immer mehr von diesen Ausdrucksformen sind auf der einen Seite immer leichter durch die Informations- und Kommunikationstechnologien. Ja, wir tragen alle Supercomputer in unseren Taschen herum, beziehungsweise das, was man vor 10 oder 15 Jahren noch einen Supercomputer genannt hat. Wir können unglaubliche Dinge damit tun, ja, vor allem auch in der Medienproduktion. Aber auf der anderen Seite wird das Klima, in dem das passiert, immer restriktiver. Wir haben immer weniger Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir nicht über irgendeine Grenze schreiten, wo dann jemand kommt und sagt, nein, das darfst du jetzt nicht, ja, diese Musik unter deine Slideshow legen und dann auf YouTube stellen, das darfst du auf keinen Fall, und diese Bilder verwenden geht schon nicht, und hier ist eine Werbung drauf, und wenn du dann mit so einem Stinkefinger vor der Werbung stehst, dann kommen die schon und sagen, das kann nicht im Internet stehen, also alle diese Geschichten, ja. Wir haben mit dem Internet einen Raum geschaffen, der Öffentlichkeit und Öffentlichsein so radikal redefiniert, dass alle unsere rechtlichen Begriffe oder rechtlichen Konstrukte, die öffentlich und privat auseinanderhalten, einfach nicht mehr funktionieren. Und genau das wird hier schlagend, ja? Steigt also den Kindern zunehmend auch auf die Füße. Also ich kann das auch. Man sieht das also auch, dass viele Kinder der Meinung sind, wenn ich ein Musikstück auf meinem Handy habe und du hättest es gern auf deinem Handy, dass man damit eigentlich ein Gesetz übertritt, was überhaupt nicht wahr ist. Ja? Weil das ist Privatkopie, und Privatkopie ist vollkommen außerhalb jeder Frage in Österreich, nicht? Aber man ist der Meinung, und ja, das ist jetzt die Frage, nicht? Jetzt haben wir eine Situation geschaffen, wo wir den Kindern pausenlos das Gefühl geben, auch den Jugendlichen, sie würden Gesetze übertreten, um das zu tun, was alle machen zu dieser Identitätsfindung, zur Gestaltung der Medien um sich herum, dass das alles Gesetzesübertretungen sind. Und wo kommen wir damit hin? Ist das eine gute Idee, wenn die Kinder die ganze Zeit Dinge tun, von denen sie der Meinung sind, sie übertreten die Gesetze damit? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee, und wir müssen die Regelungen, unter denen hier operiert wird, radikal verändern, um hier eine Bewegungsfreiheit und die Freiheit zu atmen, quasi zum digitalen Medienatmen zu schaffen. Ja. Also das ist eine riesige Frage, weil das sind jetzt vier Teile, und einer davon ist das Wort innovativ, mit dem ich sowieso einen Privatkrieg führe. Ja. Aber fangen wir mal an. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft Gruppen, jetzt Personen oder auch Unternehmen, die davon leben, dass alle Formen von Medien im Wesentlichen begrenzte Güter sind. Ja. Ein Buch, das ich drucke, das drucke ich 10.000 Mal, und wenn das ausverkauft ist und es gibt mehr Nachfrage, dann weiß ich drucke noch ein paar tausend Stück und verkaufe die, und wenn die liegen bleiben in den Geschäften, dann weiß ich, na, es ist nicht so gut angekommen. Nicht? Und auf der anderen Seite ist das aber auch die Voraussetzung dafür, dass ich einen gewissen Preis für ein Buch verlangen kann, dass es nur 10.000 Stück gibt,
Wenn die Leute mir das aus der Hand reißen, kann ich vielleicht bei meinem nächsten Buch mehr Geld verlangen, weil es ja immer eine begrenzte Ressource ist. Dieses Denken in begrenzten Ressourcen endet hier. Ja, alles, was digital verfügbar sein kann, und das wird also, das sind jetzt nicht nur Bücher, Musik, Filme und sowas, sondern das geht sicher einen Schritt weiter noch in der nicht fernen Zukunft für bestimmte Klassen von Gegenständen, ja, wenn ich ans 3D-Drucken denke. Also alles, was digital verfügbar gemacht werden kann, ist kein begrenztes Gut mehr. Und alle Wirtschaftsmodelle, die darauf aufbauen, dass es eigentlich ein begrenztes Gut ist, die sind kaputt. Wir können uns jetzt natürlich bemühen, diese Begrenztheit des Gutes wiederherzustellen, indem wir Kopierschutzmechanismen auf diese elektronischen Medien auftackern. Das funktioniert alles nicht, wie wir wissen. Das ist eine ganz schreckliche Idee. Sondern was wir in Wirklichkeit tun müssten, ist sagen, na gut, wir hatten eine gute Zeit. Ja? Die Zeit der begrenzten Güter in den Medien ist vorbei. Wir brauchen neue Businessmodelle, neue Wirtschaftsmodelle, wie wir Geld damit verdienen können, dass Leute gerne Medien konsumieren. Ja? Und da sieht man also ganz leichte Ansätze nur ab und an, hier und da mal. Aber sehr viel von dem geht nach wie vor in die Richtung Verhindern und Stigmatisieren, was eine ganz schlechte Idee ist. Nicht? Und hier haben wir wieder diese zwei Seiten. Auf der einen Seite wächst eine Generation heran, die glaubt, sie macht alles, sie bricht dauernd Gesetze, ja? Was ich meiner Meinung nach korrumpierend ist. Und auf der anderen Seite haben wir legitime Interessen von Wirtschaftstreibenden, die sagen, aber uns schwimmen die Fälle davon. Das Blöde ist nur, die kommen nicht mehr zurück, die Fälle. Der Cory Doctorow vergleicht das gerne immer mit der Druckertinte. Das ist eine der teuersten Flüssigkeiten der Welt, ist Druckertinte. Und jetzt ist jemand hergegangen und hat Druckertinte ins Swimmingpool hineingeschüttet. Und alle rennen herum und sagen, hol sie Druckertinte wieder aus dem Swimmingpool. Aber wir wissen, alles geht nicht. Wir können das nicht mehr rückgängig machen. Dass die Leute die Dinge, die sie gern haben, miteinander teilen und austauschen, ist kein Problem, sondern ist ein Fakt. Probleme sind Dinge, die kann man ändern. Fakten sind Dinge, die muss man akzeptieren. Und ich glaube, es ist auch was Schönes, Dinge, die man mag, miteinander zu teilen und auszutauschen und zu sharen. Ja? Aber die Industrie, die sich mit der Verwertung von Medien am Leben erhält, ja, ist nicht bereit, das zu akzeptieren, sieht es nach wie vor als ein Problem an, mit dem Glauben, man kann das ändern, was nicht stimmt. Und das führt dann zu ganz skurrilen Auswüchsen, wie diese Internetsperren in Österreich, die ja im Grunde die Struktur für eine Zensur legen. Und das ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee, offene Technologien zu nehmen, unter rückwärtsgewandten Überlegungen sie einzugrenzen und einzuschränken, und damit Strukturen zu schaffen, die in einem autoritären Staat sehr gut wären. Ja? Das ist schlechte, der Bruce Schneier nennt das schlechte zivile Hygiene. Ja? Wenn wir Strukturen schaffen, die in autoritären Staaten gut wären, dann schaffen wir damit ultimativ autoritäre Strukturen und gehen einen Schritt in Richtung dieser autoritären Gesellschaft. Das ist eine ganz schlechte Idee. Nicht? Wir müssen einfach sagen, na gut, lass uns in die Hände spucken und überlegen, wie wir mit der Situation umgehen, mit der neuen, wie wir den Schritt jetzt nach vorn machen und wie wir nicht eigentlich ultimativ den Kulturschaffenden, ja, denen es ja auch vorher nicht gut gegangen ist, denen wollen wir ein Leben ermöglichen. Die Zwischenindustrie, die vermittelt hat zwischen den Kunstschaffenden und uns, die wird komplett auszutauschen sein. Urheberrecht ist ja ein spannender Begriff, weil er eigentlich nur sagt, der Urheber hat ein Recht. Und zwar das Recht, dass er als der Urheber dieses Werkes auch genannt und honoriert wird. Dagegen spricht überhaupt nichts. Ja, es gibt Dinge wie diese Rage Faces zum Beispiel, ja, von den Rage Comics, die einfach mehr oder weniger urheberlos im Internet herumschwirren. Niemand weiß, wer welches dieser Gesichter wirklich gezeichnet hat. Die werden immer mehr und jeder macht den so zu, die anderen verwenden es dann. Eine vollkommen freie Verwendung. Es gibt übrigens auch ein spannendes Buch,
wo Anonymous als Autor angegeben ist. Und zwar nicht diese Internetorganisation, sondern eine Person, die nicht genannt werden wollte. Das ist quasi urheberlos. Aber eigentlich wissen wir bei den meisten Dingen, wer der Urheber ist. Und entsprechend sind wir auch gerne bereit, den Urheber oder die Urheberin hier zu honorieren. Es gibt aber einen Aspekt des Urheberrechts, nämlich das Verwertungsrecht, das vor Problemen steht. Das Verwertungsrecht wurde nämlich unter Bedingungen definiert, wo die Verfügbarkeit von Medien, Büchern, Bildern, was auch immer, einfach begrenzt war. Und es stimmt nicht mehr. So, diese Bedingungen haben sich radikal geändert. Darum müssten wir jetzt radikal hergehen und ein Recht, das unter diesen nicht mehr existenten Bedingungen definiert wurde, vollkommen neu definieren und uns fragen, wozu war es denn eigentlich gut? Was war denn die ursprüngliche Idee? Was wollten wir denn? Und eins von den Dingen, die wir wollten, war, wir wollten den Schaffenden einen Anreiz geben und eine Möglichkeit, sich mit dem bisher Geschaffenen so lang über Wasser zu halten, zu ernähren oder auch meinetwegen gut zu verdienen, bis sie wieder etwas Neues geschaffen haben. Ja? Drum war das ursprüngliche amerikanische Copyright auf 14 Jahre begrenzt. 14 Jahre, hat der Thomas Jefferson damals gesagt, ist die Zeit, die jemand braucht, um noch ein Buch zu schreiben. Ja? Wahrscheinlich geht es schneller, weil man damals war noch mit dem Druckprozess im Setzen, es war alles viel länger. Aber 14 Jahre ist eine großzügige Zeit, die man jemand gibt, wenn er ein Buch geschrieben hat, noch ein Buch zu schreiben, wenn er ein Lied geschrieben hat, noch ein Lied zu schreiben, mit dem er wieder verdient. Ja? Und wenn er das in der Zeit nicht schafft, dann geht dieses Werk in die Public Domain über. Es gehört damit allen und das stellt den Ausgleich zwischen den Individualinteressen und gesellschaftlichen Interessen her und dann kann jeder damit machen, was er will. Das wurde relativ schnell auf 28 Jahre verlängert, aber als 28 Jahre ist es eine Zeit lang bestehen geblieben. Heute haben wir Regelungen von 70 Jahren nach dem Tod. Ja? Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass es hier dass wir hier den Kulturschaff oder den Schaffenden eine Möglichkeit geben wollen, weiterzuarbeiten und nicht zwischendurch, weiß ich, bei McDonald's Burger zu schupfen, damit sie noch ein Buch schreiben können, weil das ist kontraproduktiv, sondern hier geht es ausschließlich um die Interessen einer verwertenden Industrie. Jetzt, die verwertende Industrie ist auch jemand. Das kann man auch nicht sagen, ihr seid mal wurscht oder so. Aber sie sind erstens winzig klein, es ist eine winzig kleine Industrie, die unglaubliche Summen umwälzt und wo hauptsächlich Anwälte unglaubliche Summen verdienen. Man kann sich das in den USA anschauen, was für eine, da gibt es einen wunderbaren Talk einen wunderbaren TED-Talk, wo er zeigt, um was für eine, von was für einem verschwindend kleinen Menge an Personen, nicht Geldvolumen, sondern Personen, wir eigentlich reden, wenn wir über die sogenannten schrecklichen Verlust von Arbeitsplätzen in der Medienindustrie reden, wenn wir nicht schaffen, dieses elendigliche Kopieren über das Internet in den Griff zu kriegen. Nicht? In Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Das ist wirklich ich will jetzt gar nicht zynisch sein, aber wenn wir in gesellschaftlichen Perspektiven denken wollen, dann müssen wir sagen, ja Leute, ihr hattet eure Zeit und jetzt ändert sich die Zeit und jetzt müsst ihr schauen, wie ihr mit der neuen Zeit umgeht. Ja? Lustigerweise gibt es solche Instanzen in der amerikanischen Rechtsprechung rund um verschiedene Probleme. Zum Beispiel, wie es darum ging, dass, ne, früher war Eigentum an Land so definiert, dass ich habe hier einen Quadratmeter Land und mir gehört alles bis in die Unendlichkeit oberhalb von diesem Quadratmeter Land. Ja, alles, was, das war damals noch sehr naiv und vorwissenschaftlich gedacht, das geht einfach bis überall hin. Und wenn jemand auf dem Nebengrundstück einen Turm mit 5000 Meter Höhe baut und dann über mein Grundstück drüber, dann darf ich mich drüber aufregen. Ne? Und dann ist es halt passiert, dass Flugzeuge geflogen sind. Und ein Bauer hat geklagt, weil seine Händel den Flugzeugen nachlaufen und in eine Mauer hineinlaufen und sterben. Und der Richter hat damals gesagt, ja, ich glaube, wir müssen unsere Vorstellung davon, was Grundbesitz ist, ändern, weil mit Flugzeugen funktioniert das so nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ein Flugzeug, das in unser aller Dienst hier von A nach B fliegt, 25.000 Mal um Genehmigung ansuchen muss, damit es das überhaupt tun kann. Daher endet der Grundbesitz einfach in einer gewissen Höhe und Schluss. Ja? Und ich glaube, sowas brauchen wir heute auch. Wir müssen sagen, ja, Leute, eure Vorstellung davon, wie die Verwertungsrechte organisiert waren,
war valide, solange es um gedruckte Bücher, um gemalte Bilder, um gefilmte Filme auf Zelluloid ging. Im Digitalen funktionieren sie nicht. Und jeder Versuch, sie zum Funktionieren zu bringen, scheitert elendiglich, ja, macht alles nur noch schlimmer. Daher müssen wir uns überlegen, wie das neu ist. Ein nettes Zitat habe ich letztens gehört. Einer der ersten digitalen Vertriebswege, wirklich Vertriebswege, Verkaufswege für Musik, war ja der iTunes Store. Und da gab es ja diese Begrenzung, dass man das auf, ich glaube, 5 Geräte kopieren darf. Und viele Jahre später hat derjenige, der in Verhandlung mit Apple als Anwalt der Musikindustrie diese Regelung durchgesetzt hat, ist vor dem Problem gestanden, dass er auf ein Gerät kopieren wollte und da stand, das geht nicht, das ist zu viel. Und er hat sich gedacht, welcher Idiot hat sich denn das ausgedacht? Oh, das war ja ich. Und das ist herrlich, oder? Weil tatsächlich alle diese Regulierungen nur für die ein Problem sind, die sich an die Gesetze halten, die sich Regelungen einhalten. Weil in dem Moment, wo man diese Regelungen nicht einhalten will, hat man sowieso kein Problem. Weil als Hacker steht einem alle Welt offen, diesen Kopierschutz zu entfernen und die Musik zu befreien. Ja? Und damit dann zu machen, was man will. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man aus 20, 30 Jahren oder vielleicht aus 100 Jahren zurückschaut auf unsere Zeit, wird man sagen, das war der Punkt, wo sich alles verändert hat, so die letzten 10 Jahre bis heute. Ja, vielleicht noch ein paar Jahre. Ja. Ich glaube, wir stehen gerade vor einem ganz breiten Spektrum von Möglichkeiten, von wirklich von Orwellschen Visionen, oder Huxley und Schöne Neue Welt von einer Überwachungsgesellschaft, wo man zwar individuell sehr viel Freiheit hat, aber gesellschaftlich sich eigentlich kaum mehr bewegen kann, bis hin zu einem Durchbruch von schönen Utopien, einer partizipativeren Gesellschaft, wo alle mehr mitreden können. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, hier jetzt Punkte herauszugreifen. Der Bruce Sterling hat letztes Mal gesagt, die Zukunft sind alte Menschen in Städten, die Angst vor dem Himmel haben. Das ist eine sehr wahrscheinliche Prognose, weil wir eine Verstädterung erleben, ungebremst. Alle Städte wachsen. Wir erleben eine demografische Veränderung. Die demografischen, diese Kegel werden nach oben immer breiter. Also jetzt sind es wieder Kegel, eine Zeit lang war es ja. Aber der dicke Gürtel schiebt sich höher nach oben. Wer heute auf die Welt kommt, wird wahrscheinlich sowas wie 105 Jahre alt im Schnitt. Ja. Und wir erleben die Klimaveränderung und wir werden sie nicht abwenden können. Also sind so diese drei Komponenten. Nicht? Wir werden in Städten leben, wir werden viel älter und wir werden einmal pro Woche einen Katrina haben oder sowas. Ja. Und da könnte ich mir natürlich wünschen, dass es nicht so ist, aber ich glaube, das wird sinnlos sein.